Komischerweise greift er mich jedes Mal an. Wenn ich den Bogen. Lass dich hier nicht mehr blicken! Aber wieso? Ich war doch im Duell mit ihm. Hier ist irgend wieder was Bucky. Fressen wir erstmal was. Alter. Nee, komm. Wir lassen das sein. Hier ist was buggy, das würde aber so eigentlich funktionieren. Habe jetzt aber keinen Bock, hier auch noch 10 Stunden dran rumzusitzen. Die Folge mal werde ich auch länger machen hier. Willst du, der eine Söldner mich angreifen, wenn ich mit dem im Duell bin, ist mir echt ein Rätsel. Ja, jetzt muss weiter labern, nicht mit mir. So, jetzt gehen wir zurück. Dann mal gucken gerade, ob jetzt hier Aufnahme, neues Lager. Da dürfte nichts mehr drin stehen. Genau, Rezepte. Wir müssen jetzt definitiv Prüfung des Vertrauens haben wir jetzt offen. Und jetzt gehen wir nochmal kurz in die alte Mine. Genau, das wollten wir ja tun. Gucken wir mal, ob wir die beiden Minecrawler da unten kaputt kriegen. Und dann da unten an diesen ganz speziellen Wunder drankommen, den da der Aleph uns gesteckt hat. Umso früher wir den kriegen, umso besser. Und das ist ja noch relativ weit oben gewesen. Das war ja da bei Sniper. War das bei Sniper? Ja, bei Sniper hinten raus war das. Meine ich zumindest. Weil die sind ja unten und wir könnten eigentlich von oben uns oben so hinstellen. Müsste man eigentlich super draufballern können auf dem Minecrawler. Aber halt's für dich, da muss ja nicht gleich jeder wissen. Templer müssten wir jetzt schon sein. Da könnten wir den so richtig auf die Schnauze klappen. So richtig drauf auf das Fressbrett. Mit der großen Hüterklinge, die wir als anhaben. Für einen dicken, fetten Zweihänder. Es wird nicht so heiß gegessen. War doch klar, dass das ist alles lieber über was anderes reden. Das nehmen wir Quick Exit quasi.
schon sind wir nämlich draußen. Jetzt gehen wir nochmal in die alte Mine. Danach ist der Weg dann erstmal ins alte Lager und sprechen wir unten auf dem Marktplatz mit dem Novizen. Und haben wir ihn unten rum. Sprechen mit dem Novizen und lassen uns ins Sumpflager bringen. Dann sprechen wir da mal mit diesen ganzen Gurus und Kors und was weiß ich noch, Kaloms und so. Und da müsste sogar noch eine bessere Rüstung geben, so ein Novizenrock oder wie der heißt. So ein Röckchen. Der müsste sogar fast noch besser sein. Aber diese Hose gibt's halt umsonst. Und dann machen wir da die Aufnahme. Und das kann man da in einmal durchziehen, da muss man noch nicht mal hin und her laufen. Meine ich zumindest. Also, wir haben zwar jetzt im neuen Lager gesagt, da oben, dass wir uns nicht zum Sumpflager wollen, aber man braucht den nicht unbedingt. Also man braucht den jetzt nicht zwingend, um im Sumpflager aufgenommen zu werden. Das klappt trotzdem noch. Ja, zuck mit den Schultern, du sollst diese Scheißleiter runterlaufen, ne? So, dann müssen wir hier noch runter. War das doch noch hinter Ian? Ich dachte, das wäre vor Ian gewesen. Nee, nee, das war hinter ihnen, stimmt. Es war ja jetzt quasi hier drunter, die Plattform, die so am Fels lang ging. Das Erschreckende ist, dass ich vermute, dass hier sehr viele Pfeile brauchen werden. Jetzt speichern wir hier mal. Gucken wir mal, dass wir da irgendwo hinkommen. Alter. Gucken wir jetzt erstmal, was hier so drauf liegt. Außer 5 Kilo Pilzen. Hört das schon zischen? Es kackt uns von hier vorne gleich nämlich einer an. Mal gucken wir jetzt mal. Wow, Alter. Mein Herz, Leute. Oh, Trank. Spitzhacke, Erzbrocken, Spitzhacke. Sieht wohl so aus, als wäre da ein verlassener Minenstollen, was viel nicht ganz so gut gegangen wäre. Gleich mal gucken, was da für ein Trank ist. Na, wir haben ja gespeichert. Nein. Klappt nicht. Aber gucken wir, was das für ein Trank ist. Ein ganz normaler großer 100er. So, jetzt schauen wir mal. Da sind sie, die Guten. Drei Stück sind das.
will die eigentlich sehen, während ich drauf schieße, damit ich weiß, ob ich sie treffe oder nicht. Also so treffen muss ich schon mal nicht. Oh. Natürlich blöd, weil wir hier nirgends sowas sehen. Wir könnten vielleicht da hinten runterspringen. Das probieren wir mal. Jetzt sind wir ganz unten, ne? Wisst ihr eigentlich, was wir für ein Glück haben? Alter. Willst du mich rollen? Das war keine gute Idee. Komm da hoch. Ob die wirklich da hochkommen oder ob das jetzt nur ein Bug war, weil ich da oben war. Ich probiere das, nochmal aus. Komm, das sollen wir nachher ein. So. Der nicht geschlichen. Sie sind down. Wie viele Pfeile haben wir noch? 3.
71, das ging eigentlich. Kleine Fackel anmachen hier. Ah, hier ist dann. Wow, der Kraut. Alles einsammeln. Deswegen kamen die hier hoch. Hakenkraut. Nightcrawler-Zange. Nightcrawler-Zange. So, jetzt speichern wir aber mal, weil ich weiß noch, dass das hier buggy ist. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt in irgendeinem Patch dann verändert wurde. Da war es nämlich, wenn man hier oben rauf, ich muss mal ganz schnell Alt spammen, damit man nicht runterfällt. Diesmal hat es geklappt, es wurde aber nicht verändert. Also da kann man hier, genau das meine ich. Und da kann man mich jetzt auch nach hinten runterfliegen. So, dann haben wir das. Jetzt gucken wir, was das ein geiler Trank sein soll. Haben wir den jetzt nicht mitgenommen? Ne, wir haben gar keinen Trank mitgenommen, ne? Wir Idioten. Da muss doch noch der Trank sein irgendwo. Wir waren fröhlich im Kräuterwahn. Also ich sehe jetzt keinen wertvollen Trank hier irgendwo. Hier hinten waren wir ja vorhin. Und hier sehe ich jetzt auch keinen, das ist alles ganz normale Tränke. Schade. Vielleicht meinte der auch oben diesen 100 Lebensenergietrank, den wir übrigens auch noch nicht haben. Da holen wir uns gerade auch nochmal. Dahin haben wir es ja nicht weit, noch nicht mal eine Leiter oder so. Meinte der auch den hier. Und ich das nicht nachvollziehen kann.